In diesem Slidecast erläutern wir Ihnen ein weiteres Instrument des Managements, die SWOT-Analyse. Wir stellen Ihnen die sogenannte SWOT-Analyse vor, die von der Harvard Business School entwickelt worden ist. Sie wird heute als Grundlage für Marketingstrategien in Unternehmen genutzt und sie kombiniert auf einfache Art und Weise die Analyse des Unternehmensumfeldes und des Unternehmens selbst. In diesem Slidecast lernen Sie, welche Schlussfolgerungen die Gegenüberstellung der einzelnen Elemente des Modells ermöglichen. Die SWOT-Analyse setzt sich aus vier Bestandteilen zusammen, die verantwortlich für diese Namen sind. Zum einen werden die Stärken eines Unternehmens betrachtet, Englisch S wie Strength. Zum anderen werden die Schwächen eines Unternehmens betrachtet, Englisch W wie Weaknesses. Drittens fließen die Chancen auf dem Markt- und Wettbewerbsumfeld in die Analyse ein, Englisch O wie Opportunities. Und schließlich wird ein Blick auf die Risiken des Marktes geworfen, Englisch T wie Threats. Die SWOT-Analyse betrachtet demnach zum einen das Unternehmen selbst, also interne Faktoren, und zum anderen die Unternehmensumwelt als Analyse der externen Einflüsse. Schauen wir uns die Analyse an einem konkreten Beispiel an. Die Geschäftsführung der X AG hat den Marketingchef gebeten, eine SWOT-Analyse vorzunehmen. Die Stärken der X AG liegen seiner Ansicht nach in der hohen Flexibilität des Unternehmens sowie in dem großen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Darüber hinaus sind die Produkte der X AG qualitativ hochwertig und das Unternehmen verfügt über einen hohen Cashflow. Demgegenüber stehen die Schwächen der X AG. An einigen Standorten läuft die Produktion schlecht, die Logistik ist nicht zufriedenstellend. Zudem ist die hohe Qualität der Produkte mit hohen Preisen verbunden. Und bislang wurde kaum in Werbung und Marketing investiert. Ein Blick auf das Unternehmensfeld zeigt dem Marketingchef, dass das Segment, in dem sich das Unternehmen bewegt, nach wie vor wächst. Darüber hinaus hat die Bundesregierung ein neues Handelsabkommen mit China geschlossen, das weniger Handelsbarrieren, zum Beispiel Zölle, vorsieht als bisher. Als Risiko für die X AG stuft der Marketingchef die neuen Billiganbieter ein, die mit günstigen Produkten auf den Markt kommen und einen Preisverfall auszulösen drohen. Zudem kommen immer mehr Wettbewerber aus dem Ausland auf den deutschen Markt. Der Marketingchef der X AG hat aus der Analyse einige Handlungsempfehlungen vorbereitet, die der Geschäftsführung die strategische Entscheidung erleichtern sollen. Aus der Gegenüberstellung der Stärken und Chancen ergeben sich für ihn Handlungsempfehlungen. Erstens die schnelle Entwicklung neuer Produkte und zweitens die Übernahme von Wettbewerbern. Unter Berücksichtigung der Schwächen empfiehlt der Marketingchef ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen, um auf dem chinesischen Markt schnell Fuß zu fassen, und darüber hinaus sollten weitere Produktionsstandorte im In- und Ausland aufgebaut werden. Betrachtet der Marketingchef die Stärken des Unternehmens und die Risiken des Marktes, so hält er es für sinnvoll, dass sich das Unternehmen vor allem auf Innovation konzentriert und das Marketingbudget ausweitet, um die eigene Marke zu stärken. Um die Schwächen des Unternehmens zu minimieren und dabei die Risiken des Marktes nicht aus den Augen zu verlieren, könnten darüber hinaus unrentable Standorte geschlossen werden. Die Produktivität an den verbleibenden Standorten müsste durch neue Verfahren verbessert werden, sodass die Produkte günstiger hergestellt werden können. Die SWOT-Analyse gehört heute zum Standardwerkzeug bei der strategischen Unternehmensplanung. Sie wurde von der Harvard Business School entwickelt und verbindet, wie Sie gesehen haben, die Unternehmensanalyse mit der Analyse des Unternehmensumfelds. Die SWOT-Analyse berücksichtigt die Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und Umwelt und stellt diese in einen konkreten Zusammenhang. Durch die strukturierte Analyse von Unternehmen und Umwelt fällt die strategische Planung leichter. Da die SWOT-Analyse durch die Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen eines Unternehmens sowie die Chancen und Risiken eines Marktes Unsicherheiten zu minimieren versucht.
In diesem Slidecast haben Sie gelernt, wie die SWOT-Analyse aufgebaut ist und wie sie Unternehmen bei ihrer strategischen Planung helfen kann. Sie haben gelernt, wie sich aus der Analyse Handlungsempfehlungen ableiten lassen, die sowohl die Chancen und Risiken der Unternehmensumwelt als auch die Stärken und Schwächen des Unternehmens selbst berücksichtigen.